Far Cry 5. So. Endlich haben wir diesen saublöden Truck genudelt. Wir haben jetzt hier noch einen Außenposten, den wir freiräumen können. Das machen wir mal direkt. Wir schnell reisen hier rüber. Und machen den Außenposten frei und regeln jetzt diese ganze Geschichte. Ihr könnt mir an der Stelle, oder ich bitte euch darum, mir jetzt in dieser Folge zu schreiben, wie ihr das findet, wenn ich solche Sachen auch im Video mache. Ist es für euch in Ordnung, wenn ich hier diese Nebenmission, die es jetzt hier noch gibt, Silo zerstören und eben richtige Nebenmissionen, von denen ich nicht weiß, was sie bedeuten, ne, wie diese hier, wenn ich die hier mache, wollt ihr das sehen? Oder soll ich es einfach dann nur noch irgendwann für mich machen und das war's? Das würde mich sehr interessieren. Wollt ihr nur die Story und eben die Nebenmission sehen, aber nicht solche Sachen wie dies und das übernehmen? So. Okay. Was ist hier wieder für ein Gelaber los? Ich sehe keinen einzigen. Das könnte übrigens nice werden, weil wir hier direkt eine... einen Alarm haben, bei uns. Nice. Oh. Okay, da vorne ist einer. Oh, da auch. Kann ich da rein? Ne? Die Mucke. Die sprechen durcheinander und man hört die Mucke ultra. Okay. Ich würde die gerne markieren, also beide. Ja. Und gestream your mother. Oh, da ist eine Geisel. Wo ist der Kerl, der hier war? Wer ist denn bei uns überhaupt? Niemand? Und da brauchen wir natürlich noch... wir nehmen jetzt mal sie hier mit, die Meisterjägerin. Die ist bestimmt ultra sneaky biggy, weil sie einfach alle aus 8 Kilometer Entfernung wegsnacken kann mit ihrem Bogen. Okay, bin unterwegs. Sehr schön. Oh, wir haben da einen Bullen. Warte mal, den werden wir machen. Den müssen wir freilassen, den Bullen. Das geht irgendwie nicht, ich kriege ihn nicht frei. Was passiert, wenn du auf den da schießt, Fräulein? Hoppala. Wo bist du? Wo ist denn die? Ich sehe sie gar nicht. Ah, da ist sie. Da ist sie. Wie sie da rumhockt. Bam. Sehr schön. Drei. Oh, ich... Hey. Okay, das ist auch noch ein Bösewicht. Bitteschön. Zu leicht. Zu leicht. Hier, der da, der da, der da, der da, der da. Nice. Ist denn noch einer? Ah, der da. Ja! Wow! Ah, den hast du ja geultraschottet. 3 No-Scope 60, 190. War das? Direkt im Fall hat sie ihn weggeholt. Nice. Oh, die arme Kuh. Oh, sehr gut. Das ist nämlich unsere Kuh. Ja, nice, Cash, alles Mögliche, kommt, nein. Kommt mit allem her. Je größer das Kaliber, desto... Die Kellets waren gute Menschen. Das ist wirklich eine Schande, was ihnen zugestoßen ist. This is a shame. Aber Gottes Wege sind unergründlich. Und dank dir wird man bei Eden's Gate jetzt nicht mehr unser gestohlenes Essen auf den Tisch kriegen. Und wir können unsere Leute endlich wieder mit frischen Mahlzeiten versorgen. Nice. Falls wir die Rinder wieder einfangen können. Sehr, sehr... Oh, Schossnacken. Sehr schön, das freut mich, das freut mich. So, rein da. Jawohl. Also wir haben in ein paar Dinger noch die Saves verpennt. Wie gesagt, es gibt jemanden, der es aufschreibt, dafür bin ich auch sehr dankbar. Und einen habe ich mir jetzt auch noch gemerkt, also da an diesem Hafen, da muss ich noch hin. Das wurde mir dann direkt geschrieben. Danke, dass du die Normalität zurückgebracht hast. Ja, läuft, läuft. Läuft, Madame, läuft. Ich kann hier nicht durch. Ich, Achtung, nicht atmen und hier... Jawohl, ihr habt Doppelsaves. Krasser Scheiß. Das ist meiner. So. Und Notiz von den Kellets. Du hattest mir doch versprochen, dass du die Waffe von den Kindern fernhältst. Rate mal, wer sie putzt. Putz nur den Schrank unten räumen musste. Wieder mal. Super. Hier läuft Mucke. Mach mal Mucke weg. Leute, ich will kein Treffer. Wofür war jetzt dieser Schlüssel? Wahrscheinlich für die Tür hier, ne? Ne, halt, die war gar nicht abgeschlossen.
Nein! Nee! No! Ja, bitte? Ich will dir was sagen. Richtig gut, wie du das alles von der Sekte zurückgeholt hast. Zum Glück haben sie die Farm nicht zu sehr beschädigt. Aber sie haben jede Menge Vieh getötet. Einige der Kühe laufen noch ziellos auf den Feldern rum. Kannst du sie zurück in den Stall bringen? Nein, mach ich da locker. Ein bisschen aufscheuchen. Schmeiß einen Stein nach ihnen oder so. Oder gib ihnen einen Klatsch. Ich hab die nämlich dabei, das passt schon. Vor dir weglaufen. Aber dadurch kannst du sie dahin lenken, wo sie hin sollen. Du kannst sie lenken, weißt du. Kühe, Mu. Der geguckt hat auch wie so ein Fiolini. So, Kühchen. Ihr lauft ja schon automatisch da rein. Bärchen? Aufgehört, aber sofort. Das war ja wohl lächerlich. Das war ja... Hallo, Büffel. Ich bin nur hier hingegangen. Und schon, schnell zu. Oder ist jetzt egal? Ah, scheinbar ist es egal, okay. Was ist mit ihr los? Wird sie von den Kühen umgerannt andauernd? Du musst einfach doch raus aus dem Käfig, du blöde Blunz, komm. Zack, schon hast du es geschafft. Das war ja easy peasy lemon squeezy. Was hat er denn für Wummen am Start? Wir wollen ja noch ein bisschen in die Waffen geschehen. Oh, wir haben 11.000 Daris. Oh my god, amazing. This is amazing. Was können wir uns denn da holen? Wir holen uns jetzt gleich diese Schaufel. Für diese Schaufel sind Löcher immer halb voll. Ich hol sie jetzt einfach. Ich kann es nicht lassen. Ich hol sie jetzt. Ha! Ja, hier natürlich rein. Hallo? Habe ich die jetzt ausgerüstet? Oh, nice. Ja. Mensch, ja, wie es ist. Ich war ja dabei. Okay, sehr schön, sehr schön. Aber haben wir hier noch was Leckeres vielleicht am Start? Ich würde sagen, wir holen uns alle. Wir fokussieren uns erstmal auf diese Sachen hier. Die holen wir uns alle ran. Das Teil hier ersetzt dann später unser Scharfschützengewehr. Ich hole es jetzt noch nicht. Ach, obwohl, wisst ihr was? Ich hole es jetzt direkt, Alter. In an instant. Da kenne ich nix. Da kenne ich nix. So. Du ersetzt jetzt die Kack-Lurch-Waffe hier. Gut, hat jetzt halt keinen Schalli. Okay. Ja, läuft. Gucken wir uns das Ding mal an. Wie weit kann ich hier reinzoomen? Du bist die Antwort auf unsere Gebete. Hallo, zoom ich schon? Ist das schon der Zoom? Du hast mehr Eier als Verstand, Junge. Ja, ich habe mehr Verstand und auch viel mehr Eier als du, Blödmann. Was gibt's noch? Es gibt jetzt noch hier eine Mission. Aber sonst gibt es, glaube ich, nichts mehr zurückzuerobern hier, ne? Moment, wie weit geht denn sein Gebiet? Bis da oben hin, wow. Da ist der Trailerpark, ne? Ja. Okay, dann holen wir uns die Mission hier jetzt. So, ja. Special Mission. Für die ganz Harten unter uns. Interface und Tutorials. Ist mir sowas von egal. So. Was hast du denn für mich? Das ist diese Gloria, oder wie sie hieß, oder Grace. Die oben im Turm saß. Hey, chill doch mal. Chill doch mal. Wir wollen doch nur ein bisschen reden hier mit der Glory. Hallo Glory. Oh, das ist nicht wieder. Hallöchen, Popelchen. Die taufen immer Leute unten an der Sakristei. Ertränken trifft's wohl eher. Wir wollten sie ausschalten, wurden aber erwischt. Jetzt hat der Kult meine Leute geschnappt. Es sind so viele. Mit denen werde ich nicht fertig. Rette sie vor der Sekte. Dann bring sie zu einem Waffenversteck, das ich am Fluss angelegt habe. Okay, machen wir. Exodus. Da unten ist die Sakristei. Jetzt haben wir unsere super duper neue Scharfschützenwaffe. Wow. Hey du. Hey, der Widerstand hat jetzt das Sagen. Und weißt du was? Nie habe ich mich besser. Naja, ist in Ordnung. Du hast hier keine. Oh. Vielleicht hat das keiner gehört. Ich glaube, der ist mehrfach gestorben. Naja, wir haben ja unseren Bogen dabei und sie ist ja auch voll die sneaky biggy Tante, also unsere Helferin. Kann man von hier vielleicht schon ein bisschen gucken? Ajo! So, die müssen wir alle retten. Okay, hol du dir mal den da. Das wird eine Überraschung. Machst du von hier, ne? Locker. Go, girl! Träum schön, Wichser. Träum schön, Wichser. Ich mach den da. Ins Bein. Perfekt. Oh,
Oh, oh, wir haben ein Problem. Schnell, schnell. Nicht, dass ich sterben. Komm, ich lass direkt los, scheiß drauf. Was ist hier los? Ist da etwa ein Versteck da hinten? Hol dir den bitte schnell, schnell. Ich hab ihn schon, weil du so langsam bist. Oh, noch einer. Pff, lächerlich. Baba. So, eins. Und zwei. Und drei. Ich bin doch nie eine Geisel gewesen. So. Sorry. Richtig. Okay, wo müssen wir jetzt hin tingeln mit denen? Da hinten ist das Waffenversteck. Okay, komm mit. Na, wir fahren mit dem... Na, wir laufen. Nachher passen die nicht alle ins Boot rein oder so. Ja, ja. Da sind wir eh gleich. Ich nehme an, dass hier keine Leute dazwischen stehen. Obwohl, eskortieren, ne, doch. Könnte... Oh. Feuer, Feuer! Doch. Takedown. Einfach ins Gesicht geboxt. Let's go! Die Mucke. Voll uplifting. Komm! Oh oh. Hört ihm auf, meine Leute zu schießen. Nichts da für ihn, Skate. Kann ich jetzt mal bitte. Oh und. Dö. Ah. Ah, der ist reingelaufen. War natürlich sogar. Oh, hallo. Komm her. Boah. Der auch in der Wurzel. Shit, dude, diese Hickensitz. Batsch. Okay. Weiter geht's, Jungs und Mädels. Kommt. Keine Müdigkeit von heute. Oh, kommt ihr mal wieder her, bitte? Alle? Wenn möglich. Da kommen sie. Ja, Jess, hopp, du könntest echt auch ein bisschen Gas geben. Sind das alles die gleichen? Das ist natürlich echt schwach. Zweimal der gleiche Skin. Ha, ich weiß auch nicht. Hätte ich es nicht gemacht, aber naja. Da vorne ist das Waffenversteck. Hallo. Down, 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 down. Aufheben. Ja, dann komm nochmal her, Stellungswechsel, sie wechseln auch die Stellung da hinten. So. Wo kriegen wir bitte schon Gesellschaft? Außer von den Zwillingen. Jawohl, das bringt schon echt dick Cash, wenn wir hier einfach diese Missions machen. Ja, wir haben, abbrechen, wir haben da oben noch, ja, wir haben hier noch ein Silo, das wir zerstören müssen. Das machen wir dann am besten, sobald wir ein Flugzeug haben. So, und dann hatten wir... Bin ich blind? Hier war doch noch irgendwo eine Mission. Ah, da. Ich geh mal hier hin. Ja, Schnellreise. Jawollo. Dann blubbern wir da gemütlich hin und machen noch die Mission. Dann haben wir nämlich hier so gut wie alles erledigt. Und dann müsste nämlich dieses Stück zu 100% uns gehören. Nein. So. Was ist ein beliebter Wirtschaftler von Breakfall? Nein, keine Mucke. Oh, das war knapp, mein Freund. Ich hätte dich fast nicht gesehen. Aber wir sind wieder hier bei den Kühen. Oh, die ist einfach durch den Zaun gerannt. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Shit. Oh, no. Was haben wir denn hier? Da hat er einige Leichen gesammelt. Dankeschön. Wenn ich nur diese Tür aufkriegen würde. Hä, was für eine Tür? Was für eine Tür? Wenn du dazu in der Lage bist, könntest du mir einen Gefallen tun. Mhm. Ich heiße Wendell. Wendell Aha. Rattler. Aber die meisten nennen mich Red. Ich würde normalerweise keinen Fremden so anquatschen, aber Dutch hält viel von dir.
Ja. Ein paar von uns haben gemeinsam in Vietnam gedient. Du kannst dir nicht vorstellen, was wir in diesem Dschungel gesehen haben. Also haben wir uns geschworen, dass wir bereit sein werden, wenn so etwas jemals in unserem Land passiert. Wir haben eine ordentliche Sammlung zusammengestellt. Waffen, Munition, Ausrüstung. Wir haben sie unseren Freiheitsfonds genannt, weil uns das unsere Freiheit bis zum Tod garantieren sollte. Aber das ist lange her. Und der Einzige, der jetzt noch lebt, bin ich. Oh. Die Ausrüstung ist sicher verwahrt. Aber wir haben die Kombination unter uns aufgeteilt. Wir haben jede Zahl in unsere Sturmfeuerzeuge eingeritzt. Wäre ich 10 Jahre jünger, würde ich mich selbst auf die Suche machen. Aber jetzt würde ich einfach sinnlos dabei draufgehen. Ich brauche deine Hilfe, die Feuerzeuge zu finden. Bring sie zu mir. Und du darfst dir was aus dem Vorrat mitnehmen. Ja, nein, ich will vielleicht den ganzen Vorrat. Wenn ich zulasse, dass diese Sekte mein Land niederbrennt. Also, das ist ja nicht zu fassen. Du hast ja schon ein paar gefunden. Ha! Wenn du den Rest hast, können wir das Schloss öffnen. Merkt ihr gerade mal was? Red hätte sein Zuhause nicht kampflos aufgegeben. Wir haben einfach schon... Wir haben eins von 12... 12 Feuerzeuge! Und die sind aber alle markiert, nehme ich an, nicht wahr? Alles klar, sind sie nicht. Diese Nebenmission ist fürs Erste für mich gestorben. Das ist doch lächerlich, oder? Ich kann doch jetzt nicht... Nee. Also solche Missionen werde ich dann, glaube ich, eher... Also die werde ich maximal nebenbei machen, ne? Aber da werde ich nicht gezielt dahinter sein und dann jahrzehntelang hier nach irgendwelchen Feuerzeugen suchen. Müsst euch keine Sorgen machen. Darum gehen wir jetzt einfach zu diesem nächsten kleinen Job. Aha. Oh, kriegen wir von dem vielleicht diese Überwaffe? Oh, das wäre so sick, Nee, geht nicht. Ja. So. Mach ich doch. Was baut er denn hier, Alter? Was ist das für ein verrückter Kerl? So. Und jetzt bekomme ich die Ult. Ich glaube, Larry war es echt, der diese krasse Waffe für uns hat. Diese Über. Und deswegen mache ich keine 2 Auftritte mehr pro Abend. Ne? Anne hat gesagt, dass bald Hilfe kommt. Es kann kein Zufall sein, dass du hier bist. Vergiss diesen Sekten-Nonsens. Das lenkt dich nur unnötig ab. Ah. Auf uns beide warten wichtigere Dinge. 3 Worte. Gefahr im Verzug. Na. Noch 2 Worte. Globale Katastrophe. Mehr kann ich nicht sagen. Die hören alles mit. Aha. Die filtern nach Schlüsselbegriffen, damit sie uns erfassen und in Stücke sprengen können. Das darf nicht passieren. Ich werde sie aufhalten und du kannst mir helfen. Okay. Aber wir kommen erst weiter, wenn sie ihre Abhörgeräte auf dem Purple Top Sender was zerstört haben. Und wenn wir das nicht schaffen, können wir sie nicht überlisten und ausmanövrieren und Scheiße, was ich meine. Showtime! Okay. Na, machen wir. Das hört sich gut an. Aber ich will erst in dein Haus. Ja! Dankeschön! Oh. Oh, shit. Ach, das war Arcade. Ich habe mit Arcade interagiert. Das hatte ich nicht vor. Gut, was sollen wir machen? Erreiche den Purple Pot Sendemast. Wo ist unser Auto? Ah, ich nehme deins. Gell, Larry? Danke. Ich will nämlich diese Ultra-Wumme haben. Ich glaube, es war irgendein Larry, dem wir helfen müssen. Und dann bekommen wir so eine Hardcore-Hanswurst-Waffe. Was war da gerade so rot? Und warum lenkt dieses... Ach, ich drehe mich um und will gucken, was da rot war. Und dann lenkt das Auto halt einfach... Nee. Er lenkt es einfach nicht in die Richtung, in die ich fahren wollte. Sag mal.
So. Was soll ich mich jetzt hier umdrehen? Fährt er immer noch geradeaus? Okay, weil hier keine Straße in der Nähe ist, die das verziehen kann. Da blummern wir da mal hin. Und mache das gerade mal. Ist das hier False End? Ah. Oh, ein Rucksack. Sehr schön, sehr schön. Bestimmt mit Zeug zum Bauen, oder? Gehäuse. Ah, voll, voll, voll. Und Cash. Leckeres Cash. Komm, fahr da hoch. Ja. Bester Fahrer der Welt. Ah, fuck, nein, oh. Alles klar. Ja, ich glaube, das ist False End. Und davor sind wir jetzt gleich an der Tabletop-Bar. Und da müssen wir dann da hochkraxeln. Ah, ist super. Oh nein, eine Leiche. Zerstöre die Seite. Zerstören? Oh, nicht destroy this shit. Wohl kaum. Dann raste mal aus. Nicht den Wolf rumbringen, bitte. Ah, oder vielleicht auch den Wolf umbringen. Na, lieber so. Da ist noch irgendwo einer. Ich glaube, die sind weiter weg. Erntebefehl, da kann das. Ja, das wissen wir doch. Sag mal, dass das Ding überall rumliegt. Muss doch nicht sein, oder? Achso, ich wollte gerade sagen, wo ist die Leiter? Wir müssen uns damit hochklettern. Hochkraxeln, dankseln. Okay. Ich schwinge ein bisschen derweil. So. Ah, okay. So. Naja, mach mal einen Stellungswechsel. Ah, da will ich dann schön runterjumpen von dem Ding. Das wird cool. Warum sehe ich hier die Maus? Hallo, was ist jetzt los? Hoppala. Okay, ich glaube, ich bin eben auf den Desktop gekommen. Auf den zweiten hoch. Den zweiten Bildschirm. Dann wird die Maus einfach angezeigt. Schweinerei. Schweinerie. So. Also, bye bye. Noch weiter hoch. Oh, 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 oh shit. Oh, 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 oh. Er ist echt stark, der Kerl. Er ist ein starker Kerl. Soll das nicht kaputt sein, auch die Dinger? Nur die Satellite Shizzles, die Dishes. Deputy, hier Larry, ich komme und gehe dir zur Hand. Oh no! Ich kann die Geräte von hier oben bestens sehen. Hab ein bisschen Geduld, ich hab erst vor 20 Minuten gelernt, wie man fliegt. Crashkurs von Anne. Oh. Ach so, jetzt habe ich das. Ich wollte gerade sagen, ich komme da nicht mehr weiter hoch. Okay, Achtung und. Ah! Oh, fuck! Du schlägst dich super! Ich mag dich, Deputy. Ich meine, ich hab sie. So. Gut gemacht! Phase 1 beendet! Zurück ins Labor, zu Phase 2! Hä, wie? Das hat eben nicht funktioniert. Mit dem. Ich war doch an ihm dran, an dem blöden Heli. Wo ist er denn? Ich weiß nicht, wo der ist. Ich höre ihn. Ist der unter mir? Na, über mir. Gib Gas, bro. Let's go. Mit seinen grauen Haaren. Fliege mit Larry. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wenn du und ich und Anne nicht zusammenarbeiten, ist False End Geschichte. Aha. Ja gut, ich sag's mal so. Du wirkst auch ziemlich verrückt. Begriff für unsere Gegner. Extraterrestrische. Oh, Außerirdische. Nicht die Lustigen, die dir eine Sonde in den Allerwertesten verpassen. Nein. Unsere sind egoistische Liebhaber und echte Flachwichser. Da drüben, siehst du? Was, wo? Was sehe ich? Ach, ist die Ding noch da, ne? Unsere Truller ist ja mit am Start. Da hinten rennt sie gerade. Da kommt sie. Hi, Bitch! Getroffen!
Oh nein! Fuck! Ich brauche hier drüben Hilfe! Warum kann ich die denn... Oh nein! Ich muss sie jetzt retten, ich bin ein Ferkel. Ich hatte gesagt, ich so, hey, hör auf mich anzuschießen, du Ferkel. Du alter Schlawiner, komm, war doch nur ein Spaß. Aber nein, sie stirbt einfach. Ich bin getroffen. Nee, irgendwie weiß ich, dass du getroffen bist. Also, frag mich nicht woher, aber ich weiß es irgendwie. Komm. Du kleine. Whammen. Gott, wo hab ich sie getroffen? In den Beinen wahrscheinlich, ne? Shit. Oh. Hallo. Scheiße. Fuck. Wenn die das wischt, dass ich das mache, fuck. Die wird total ausrasten. So, aber jetzt musst du mir auch richtig fett helfen. Jetzt, wo ich dich wieder aufgehoben habe, nicht wahr? Ich bin halt auch einfach dein Retter. Jetzt müssen wir nämlich ein paar Leute schnitzeln. Bist du dabei, Mary Ann? Ja, geil, ne? Angeschossen zu werden und so. Edel. Also, da sind ziemlich viele Fans. Du holst dir den da, ich den anderen. 3, 2, 1. Puh! Frau! Irgendwie bist du noch alive. Ach. Nein, keine Musik hören. Das dürft ihr nicht, das dürft ihr nicht. Bye bye. Komm, ich will dich noch plündern. So. Hopp. Nein, shit. Oh, sehr gut, dankeschön. Naja, wer es findet, das behalten, exactly. Aber irgendwie, warte auf Larry. Sind die da alle down? Die waren hier einfach bei ihm und haben gechillt. Lächerlich. Ich will die Teile wieder anmachen und hier mich hineinstellen. Ich möchte diese Erfahrung erleben. Ja. Die Reise des Helden. Aber Larry, kriegen wir jetzt eine Waffe? Komm schon, wo ist die Waffe, Larry? Bitte. Komm schon, wir müssen die Mission starten. Okay, Sidekick. Phasos, Numero, Dos. Jetzt wird die Sache interessant. Jetzt strafe ich alle Lügen, die an mir gezweifelt haben. Wenn wir Phase 3 gemeinsam erreichen wollen, dann musst du die Wahrheit mit eigenen Augen sehen. Okay. Du musst erkennen, dass die schon längst hier sind. Unter dem Radar. Kundschafter, die uns studieren und uns einschätzen für den unvermeidlichen Showdown. Wenn wir sie jetzt nicht aufhalten, ist die Menschheit Geschichte. So einfach ist das. Darauf läuft es hinaus. Okay. Wir müssen sie mit ihren eigenen Waffen schlagen. Nur du kannst uns retten. Waren das genug Klischees, um dich zu überzeugen? Ja. Super. Geh nach Westen zum Kornkreis und sammle Proben der Außerirdischen. Du kannst sie nicht verfehlen. Sie leuchten nachts und das Brummen macht die Tiere verrückt. Wird nicht lange dauern, bis es uns auch noch verrückt macht. Okay. Das klingt ja doch ziemlich nice. Jetzt bin ich gespannt, ob es hier echt Viecher gibt. Also. Ist irgendwie okay. Aber total durchgedreht. Ernsthaft, er glaubt, dass es Außerirdische gibt. Voll krass, oder? Erzähl doch mal. Meine Eltern werden zwar nicht mehr lebendig. Aha. Aber immerhin foltert der Koch jetzt niemanden mehr. Da hast recht. So, wir gucken uns mal diesen Kornkreis an. Ich bin ziemlich gespannt. Die Straße, ich mach den Rest. Aber ich mache Augen auf dich. Okay, wir gehen jetzt mal hin. Oh shit, und schauen mal, ob es wirklich Außerirdische in diesem Spiel gibt. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hat er gelogen. Er ist doch verrückt, der Kerl. Oh mein Gott, Leute. Außerirdische. Ey, das sind sowas von Außerirdische. Guck das dir mal an. Ich lande in der Mitte. Weil ich ein Ferkel bin. Ich bin Steve Ferkel. Da liegen sogar die Kühe rum. Und da sind... Ah, ich dachte, gut, das wären vielleicht Außerirdischen. Aber das sind... Wie heißen sie? Ach, nee, jetzt, oder? Du hast den schon gekillt. Du bist echt heavy. Ja. Halt bloß auf, hier das Zeug abzufackeln, gell? Sehr schön. Oh, sie hat alle gekillt, okay. Na, warum nicht? Da haben wir schon was. Außerirdisches Objekt? Das sind hier echt?
Leute, die sind außerirdisch. Bleib stehen! Ich wollte nur, dass du es fallen lässt, danke. Ich bin voll in Anus geschossen, ihr habt schon gesagt. Ich bin so ein alter Anus-Schießer, ihr habt irgendwie recht. Da drüben waren wir noch nicht, ja. Okay, warum werdet ihr als Feinde angezeigt? Ihr kleinen Juckel. Was? Die Menschen werden sofort gefistet und die Truthähne, denen ist es einfach egal. Da. Was? What the? Alter. Schnell. Da brennt. What the fuck? Was tut es? Das ist nicht mehr witzig, Alter. Hier los. Er brennt einfach, der Truthahn. So, hier drüben müsste noch ein Stück sein. Okay, ist aber kein... Wow, wow, wow. Er hat sich's geholt in sein Nest da oben. Der blöde Falke. Leute, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ciao, ciao!